Was hat eine mittelalterliche Burg mit schwarzer Magie zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Bei genauerer Betrachtung finden sich aber einige Nachweise, dass auf der Burg Werdenfels genau deshalb unzählige Hexenprozesse und Hinrichtungen stattfanden. Vor 500 Jahren waren es unbescholtene Bürger, denen man die Schuld für Unglücksfälle und Missernten in die Schuhe schob. Das 16. Jahrhundert war hier eine wahre Zeit der Hexenjagd. Der Glaube an Zauberei und schwarze Magie war allgegenwärtig. In dieser Zeit sahen sich die Menschen auch mit der kleinen Eiszeit konfrontiert, was zu Missernten und Preissteigerungen bei Getreide führte. Dies wurde entweder als Strafe Gottes für die Sünde der Hexen oder für mutwillige schwarze Magie gedeutet. Der 1583 neu eingesetzte Pfleger Kaspar Poissel war noch dazu sehr empfänglich für alle Beschuldigungen der Hexerei. An 7 Malefizrechtstagen zwischen 1589 und 1591 wurden insgesamt 48 Frauen und ein Mann hingerichtet. Da sich die Bevölkerung äußerst eifrig am Benennen von Sündenböcken beteiligte, drohten die Prozesse aus dem Ruder zu laufen. So wurde die Suche nach Sündenböcken für unerklärliche Vorkommnisse 1591 beendet. Den Ort der Hexenprozesse kann man heute noch besuchen. So liegt die Burg Werdenfels zwischen Garmisch-Partenkirchen und Vachanten.